da braucht man zwei Durchmesser, um hier ein Seil durchzufädeln, da und da. Wie war das mit dem reingeschaut? Ja, weiter geht's mit Knotenkunde. Man will ja, wenn wir uns so eine Hängematte anschauen, diese Hängematte ja auch mal, dieser Ring soll die Hängematte symbolisieren, das wäre meine Aufhängung an einem Baum. Wie gesagt, ich würde halt eine Wandschlinge nehmen. Schauen wir uns das Seil nochmal an, es ist jetzt normal lang. Ich greife mir jetzt mal so gut 30 cm ab, mache jetzt mal hier den Anfang von einem gesteckten Achter. Das heißt, ich habe jetzt hier diese Brezel. Wie rum sie nun ist, links nach rechts nach links, also oben oder unten, das soll jedem selbst überlassen. Wichtig ist, dass diese Brezelform rauskommt und gesteckt heißt, also ich muss sie jetzt hier um unsere Öse mit unserer Öse zu verbinden, da erstmal durchstecken. Und jetzt geht es darum, dieses Stück hier nachzufahren. Ich habe immer gesagt, in der Ausbildung wie eine Autobahn. Also nachführen oder parallel dazu legen und nachknoten. Den Achter müssen wir natürlich nachher noch stramm ziehen. Am Anfang muss der wirklich locker sein, dass wir das nachknoten können, das Knotenbild. Wir haben nur eine Kreuzungsstelle. Wenn wir das sehen, ja. Geht es hier einmal rundherum. Tunnel, wieder raus und hier durch. Beim Zusammenziehen, jetzt ist es nur ganz locker zusammengezogen, habe ich schon mal 8 cm Überstand. Wie gesagt, Überstand muss sein. Und hier habe ich noch ein riesiges Auge. Das kann ich noch ein bisschen verkleinern, indem ich das am Doppelstrang einmal hier durchziehe. Und darauf achte, dass immer die beiden Stränge aneinander, aufeinander liegen und nicht. Hier kann man sehr schön sehen, das Knotenbild, das liegt nichts übereinander im Kreuz, sondern alles. Und jetzt muss wieder Reihe um, jedes Ende aus dem Knoten rausziehen. Das war einmal, man sieht, der Knoten wird kleiner und das Ganze nochmal. Ich übertreibe es jetzt nicht, aber man sieht, dass der Knoten immer kleiner wird und immer mehr Seil hier rauskommt. Wenn der Knoten dann klein ist und man kann nicht mehr durchschauen oder kompakt ist, hat er auch genügend innere Reibung. Wie gesagt, das Ende muss man nachsichern. Statikbetrieb, man will ja hiermit das abbinden, also noch einen Knoten drauf. Auf das. Also ein Verbindungsknoten. Dauert ein bisschen was, um ihn zu knoten, aber es ist wichtig. Warum ist das wichtig? Allgemein gilt, Knoten reduzieren die Bruchlast. Wenn diese Rebschnur 10 kN hält, ohne Knoten hält sie mit einem Sackstich rund die Hälfte. Jetzt haben wir aber einen Achter bewusst genommen. Der reduziert die Bruchlast so ganz grob 75%. Also Einzelstrang 10 kN, 75, 7,5, 750 Kilogramm. Super. Um an Ringen ein Seil zu befestigen, ist ein Ankerstich. Den habe ich hier mal demonstrativ verwendet, weil wenn man so ein Gebilde wie eine Bandschlinge hat, die vernäht ist, kommt man ja da nicht um so einen Ring drum. Das geht aber auch nur, wenn die Bandschlinge vernäht ist. Also nicht mit Knotentechnik, sondern so als Ankerstich. So nennt sich dieser Knoten hier in der Mitte. Hält auch, kann aber rutschen. Aber noch ein anderer Verbindungsknoten, der auch fürs Buschkraften interessant ist. Wir nennen den Klettersport Mastwurf. Damit kann ich das Seil, wenn es Last bekommt, so weit sichern, dass es nicht durchrutscht. Und wenn er dann gelegt ist, sehen wir in der Mitte ein X. Kann man es sehen? Ja, man kann es sehen. Die beiden Seilenden laufen in der gegenüberliegenden Seite raus. Links ist das Lastseil, rechts ist das Seilende. Das muss ich natürlich mal nachsichern. Da mache ich jetzt mal eine 8 drauf, die haben wir ja schon gelernt. Vom Knotenbild her. Gut. Geht nur darum, wenn der Knoten hier läuft und nicht festgezogen ist, dass das Seilende da nicht durchläuft. Das wäre echt bescheiden. Jetzt kann ich das hier belasten
und das arretiert sich selbst. Es gibt natürlich noch Varianten. Das ist ein Hintersicherungsknoten. Wenn ich hier noch mehr Reibung haben möchte, ich fange nochmal an, Mastwurf Advanced. Ich weiß gar nicht, wie er heißt jetzt. Kommt aus der Arbeitssicherheit dann. Aus der Höhenarbeit. Normal wäre jetzt hier rauszugehen, hier durchzugehen. Gehe ich durch, wickel aber nochmal innen noch einmal mehr rum und gehe erst dann raus. Von rechts nach zur Mitte laufen habe ich zwei Windungen. Da habe ich dann einen höheren Reibwert. Hier habe ich dann eine höhere Reibung, hier an dem Punkt. Ich habe wieder ein Seilende. Das hier, das muss ich ja nachsichern. Ich nehme jetzt mal einen Mastwurf und einen Sackstich. Mastwurf-Variante 2 mit drei Windungen. Und hier ist das Lastseil hier links. So kann ich auch, jetzt kann man es schön sehen, wenn noch kein Zug drauf ist, läuft der Knoten nach innen rein. Bis zum Anschlag halt. Mehr geht halt dann echt. Der doppelte Spierenstich als Verbindungsknoten auf einer Rebschnur, auf einem Seil. Rebschnur ist wie gesagt halt weicher, lässt sich besser knoten, deswegen verwende ich das. Doppelt deshalb, ihr seht es gleich. Ich habe es in die Schlaufe gelegt, das ist mein Dosisende. Das wickel ich jetzt zweimal über meinen Finger nach rechts. Kommt es hier wieder raus. Ich habe hier eine Öse und ich ziehe es hier durch. Wichtig ist das Knotenbild. Ich habe zwei parallel laufende Windungen. Auf der Rückseite in dem Fall auch ein X. Ich habe wieder einen Überstand mit 10 cm ungefähr. Und hier ist der Vorteil, Verbindungsknoten, der läuft hier hoch. Wenn ich den jetzt festgezogen habe, dann ist auch der Knoten fixiert an dem Ring, am Karabiner oder an dem Element, wo ich es festmache. Das ist mal der Vorteil. Also keine lose Öse, das wäre die Öse hier. Wie immer gilt auch hier, das lose Seilende muss noch nachgesichert werden. Ein Sackstich, eine 8 oder ein anderer Knoten oder auch ein Spierenstich hilft da. Der doppelte Spierenstich. Ein Verbindungsknoten und zum Beispiel auch zwei Seile, hier ein 8 mm Prusik-Seil miteinander zu verbinden. Ich habe jetzt nur das Bild hier, ich habe die beiden Seilenden gegenübergelegt, ziehe sie jetzt so, naja, an dem Beispiel mal so 30 cm auseinander und will jetzt mal hier meinen doppelten Spierenstich machen. Hier habe ich jetzt 20 cm ungefähr. Also es ist ein Verbindungsknoten um Seil, zwei Seile mit sehr wenig Bruchlastreduzierung miteinander zu verbinden. Jetzt haben wir auf der rechten Seite den Knoten gelegt, ihr könnt das sehen, zwei doppelläufige, dann ein X und dann läuft das Seil hier wieder raus. Den einen Knoten haben wir gelegt, auf der linken Seite haben wir den Überstand. Jetzt drehen wir das Seil einfach um, in dem Fall die Rebschnur, die 8 mm, ist wieder rechtzeitig. Da können wir in derselben Wickeltechnik wickeln, stecken dann da das Seilende durch. Wenn man ihn jetzt belastet, läuft er zusammen und die beiden Knoten laufen aneinander, ziehen sich gegenseitig fest und damit ist das so, dass die Rebschnur jetzt verbunden ist miteinander. So, ich habe mal hier so einen Testaufbau gestartet, bin mal an einen anderen Standort gegangen, hier im Industriegebiet und die linke Seite soll hier den Baum symbolisieren mit einer Bandschlinge, der Ring als Verbindungsmittel zwischen Bandschlinge und dann der Hängematte. Das soll euer Paracord gewesen sein. Hier wäre dann die Öse der Matte, eine Schlafgelegenheit, was auch immer. Und Mastwurf Advanced nenne ich mal. Ich weiß gar nicht, ob es dann für einen richtigen Namen gibt in der Arbeitssicherheit. Ich habe mir schon erklärt, mit den drei Windungen hat er eine höhere Bremskraft. Man kann den Knoten arretieren. Längen verstellen. Man sieht jetzt hier, das ist das Ende. Das kann ich hier einfach durchziehen. Hier an diesem Kreuzungspunkt rausziehen. Hier kann ich es dann straff ziehen. Das sieht hier links zum Aufhängepunkt das Stück.
wird jetzt immer straffer. Der große Ring hier symbolisiert halt die Hängematte oder was auch immer war. Ja, und dann haben wir dann so ein Bild hier. Vor uns Aufhängepunkt bis zum Hängemattenpunkt. Jetzt habe ich hier einen Flaschenzug gebaut. Wie schon erklärt, Kunststoff auf Kunststoff ist nicht erlaubt, deswegen ist jetzt so ein Ring dazwischen. Der Flaschenzug ist das blaue Seil in Verbindung mit den beiden Ringen. Auf der rechten Seite geht dann die Hängematte oder was auch immer ich da dran haben möchte und spannen möchte weg. Ich habe jetzt mal einen anderen Verbindungsknoten gewählt. Hier der gesteckte Achter. Den habe ich schon gezeigt im anderen Teil des Videos. Im unteren Bereich haben wir wieder den Mastwurf Advanced mit den drei Windungen. Das ist das lose Ende wieder hintersichert an diesem Stück, was hier rauskommt. Das ganze Gebilde straffen. Also hier kann ich ihn öffnen und an dem freien Ende, was rausläuft mit dem Knoten am Ende, kann ich das Ganze straffen. Ja, jetzt kann man es nochmal sehen. Links wäre wie gesagt der Baum, die Baumsimulation. Die beiden Ringe sind halt um die Kunststoffteile dann zu verbinden. Wer Karabiner hat, kann Karabiner nehmen. Das eloxierte Aluminium läuft natürlich besser und ich kann es in alle Richtungen belasten, wie schon geschildert. Karabiner habe ich nur eine Richtung, die Längsrichtung. So schaut's aus.